Ihr Unternehmen hat Fachkräftemangel? Ich möchte Ihnen die Geschichte erzählen von einem Unternehmen, das zwei Dinge verändert hat und daraufhin etwa 10.000 Initiativbewerbungen erhielt. Damit Sie nicht enttäuscht sind, ja, das sind einfache Maßnahmen, aber nicht immer leicht umzusetzen. Genug der Theorie, was waren die beiden Maßnahmen? Es waren erstens der 8-Stunden-Arbeitstag und zweitens eine Verdopplung des Gehalts. Okay, die erste Maßnahme mag Ihnen seltsam vorkommen. Die Geschichte, die ich Ihnen hier erzähle, ist 100 Jahre alt. Es ist die Geschichte von Henry Ford, der zu seiner Zeit den revolutionären 8-Stunden-Arbeitstag mit einer 5-Tage-Arbeitswoche einführte und den Lohn deutlich erhöhte. Keine Kunst, werden Sie jetzt vielleicht denken. Selbstverständlich, wenn ich dramatisch bessere Arbeitsbedingungen biete, dann kommen die Fachkräfte auch. Okay, ich hatte ja angekündigt, die Maßnahmen sind einfach, aber nicht immer leicht umzusetzen. Fragen wir also weiter. Warum konnte Ford so gute Arbeitsbedingungen bieten? Weil er wirtschaftlich sehr erfolgreich war. Warum war er so erfolgreich? Er hat einfach vieles richtig gemacht, zum Beispiel Produkte angeboten, die die Käufer haben wollten. Und Ford hat Fließbandfertigung eingeführt. Er hat die Fahrzeugteile standardisiert. Heute würden wir sagen, er hat seine Prozesse in Ordnung gebracht. Damit konnte Ford richtig gute Arbeitsbedingungen anbieten. Nun hatte er die Auswahl unter den Bewerbern. Ford konnte die besten Bewerber einstellen. Mit den besten Mitarbeitern steigerte er seine Wirtschaftlichkeit noch mehr. Damit haben wir etwas entdeckt. Wir haben entdeckt die Zauberformel, mit der man beliebig viele Fachkräfte einstellen kann. Gutes Management führt zu wirtschaftlichem Erfolg. Damit können wir die besten Mitarbeiter beschäftigen. Und die besten Mitarbeiter verstärken den wirtschaftlichen Erfolg. Das glauben Sie mir nicht? Dann googeln Sie mal die beliebtesten Arbeitgeber. Oder fragen das Internet, wie viele Initiativbewerbungen Google pro Jahr bekommt. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, da bekam Google 2 Millionen Initiativbewerbungen pro Jahr. So etwas ist also möglich. Im Klartext. Heute jammern Unternehmen über zu wenige Bewerber. Früher jammerten Unternehmen über zu wenige Kunden. Der Grund für beides ist letztendlich schlechtes Management. Was ist gutes Management? Das ist ein ganz dickes Brett. Helfen kann schon, Unsinn zu vermeiden. Welcher Unsinn bei der Prozessoptimierung passieren kann, das hat Gunter Dück beschrieben. Das Video dazu verlinke ich hier. Und wenn Sie auf dieser Strecke alles richtig machen, dann bekommen Sie vielleicht auch 10.000 Bewerbungen, so wie Ford damals. Oder Sie können sich zumindest ein paar der besseren Bewerber leisten. Und das lohnt ja auch schon.